eine neue Ausgabe von 20. Und ich habe heute den Tore Schulermann hier. Und der Tore ist sehr aufgeregt. Ich? Mhm. Ja, ich habe schon viel von deiner Sendung. Oh Gott, ich muss mir sagen, ich sehe mich da und da. Wo muss ich hingucken? Der Tore ist das nicht so gewohnt mit Kameras. Nee, nein, ich also schon ein bisschen aufgeregt. Und du spielst bei uns den Christian Mann. Ist das schon die erste Frage? Ja. Ja. Gut oder schlecht? Nein, es geht los. Bist du bereit? Ja. Stadtzauber oder Landidylle? Stadtzauber oder Landidylle? Landidylle. Ja, warum? Weil der Tore ist ein Jäger. Ein Jägersmann, genau. Und ich komme halt vom Dorf und das wird auch immer in mir drin bleiben. Und auch wenn ich jetzt in Köln wohne, werde ich immer die Landidylle, wie du es so schön sagst, brauchen. Traktor oder Sportwagen? Traktor, aber was für ein. Smoking oder Shirt? Och, das ist ja so ein Ding. Also ich, Shirt auf jeden Fall, aber zwischendurch das Smoking. Dein Arbeitgeber auch. Also, ja, natürlich. Ja, bist so ein Profi durch. Nein, also ich habe sogar den Ring noch vom Drehen. Ich auch. Ich auch. Echt? Achso, ja geil. Dann willst du mal einen machen? Ja. Okay, auf jeden Fall, nee, warte mal, was war die Frage? Du hast gesagt, Smoking? Achso, ja genau, die Mischung macht's, ja. Also ich finde, ich trage einfach so lockere Sachen, aber zwischendurch so ein Smoking oder so finde ich auch gut. Die Mischung halt. Sportschau oder Desperate Housewives? Nix. Wie, bist du nicht so ein... Davon überhaupt nichts sagen oder davon auch, davon nur ja oder nein? Oder? Nee, du kannst nicht, kannst du auch. Nee, also ich... Wird auch rausgeschnitten, aber. Achso, okay, nee, ich gucke Desperate Housewives, jetzt muss ich mit meiner Freundin zwischendurch mal gucken. Aber da kriege ich sie auch oft dazu, dass sie wegschaltet. Und Sportschau gucke ich auch nicht. Was guckst du denn da? Andere Sachen. So, ich bin zum Beispiel, macht A und so? Ja, oder Bauer sucht Frau. Also das... Achso, das falscher Sender, das darf ich gar nicht sagen. Ja. Nein, aber ich bin echt, ich gucke vieles. Ich gucke zum Beispiel eine Serie, eine einzige, das ist Lost. Und natürlich Verbotene Liebe, aber sonst gucke ich halt Lost. Und ja, sonst, keine Ahnung, ich bin echt ein ganz komischer Fernsehgucker. Mhm. Liest eher, ne? Wenn ich das richtige Buch finde, ja. Erst denken und dann handeln oder umgekehrt? Erst denken, jetzt muss ich erst nachdenken. Ja, du bist ja schon beantwortet. Naja, obwohl, eigentlich, ich mache viel, ich handle leider viel zu oft einfach so und dann denke ich, aber manchmal denke ich auch zu viel. Ist auch wieder ich antworte gerade mit so einem Brei, ne? Das ist gar nichts Richtiges. Ja, guck, wenn man jetzt das so sieht, glaube ich, denke ich zu viel. Okay. Gemütlichkeit oder Aktion? Aktion. Naiv oder abgeklärt? Abgeklärt. Macho oder Softie? Scheiße, das ist voll die Selbst... was ist das hier für eine Selbstgeißelung? Ja, das ich Macho, was hast du gesagt? Macho oder? Softie. Ja, Macho. Ich frage die Jana das einfach beim nächsten Mal. Nein. Macho, dann eher wahrscheinlich Macho, aber ich habe auch sehr. Die Phase. Nein, ich habe wirklich auch sehr weiche Momente, in denen ich wirklich auch sehr zärtlich sein kann. Nachtragen oder vergeben und vergessen? Ich kann, das ist eins meiner. Ich kann echt nachtragend sein, aber ich kann auch tatsächlich. Ich bin eher der Typ, also im Optimum, dass ich wirklich sage, komm, vergessen und dann trinken wir ein Bier. Also auch wenn man, so wie ein Mann halt, man haut sich einen auf die Fresse und dann trinkt man wieder ein Bier. Okay. Weihnachtsfan oder ist das alles nur Kommerz? Ich mag die Gemütlichkeit an Weihnachten. Zu Hause bei der Familie, Kamin, Hund, Weihnachtsbaum im Wald holen und so. Und dann der Weihnachtsbaum ist dann auch selbst erschlagen? Selbst erschlagen und das Essen selbst erschossen. Super. Tag oder Nacht, Mensch? Tag oder Tag. Selbstsicher oder schüchtern? Selbstsicher. Ist das arrogant, wenn ich das sage? Nee. Ich bin okay, selbstsicher. Tradition oder Innovation? Tradition. Ich bin, glaube ich, eher der traditionelle Typ, aber ich bin jetzt nicht so ein Typ, der immer meint, alles muss traditionell bleiben, sondern so vernünftige Innovation finde ich gut. Mhm. Und wer braucht länger im Bad, oder Jana? Jana. Ja? Ja. Waren das schon 20? Wo sind wir? Nein, jetzt, das waren 15. 15? Mhm. Hast du dir eigentlich selber überlegt, die Fragen? Mhm. Das wird meine erste an dich. Ja? Ja. Gibt's aber wie lange hast du dafür gebraucht? Achso. Es ging relativ, bei dir ging es relativ schnell. Warum? Weil du ja ein ziemlich eindeutiger Mensch bist mit Traktor und so, das kann ich dir ja nur dich fragen. Achso, du hast mich aber noch gar nicht viel gefragt. Die ersten Fragen waren doch schon so. Haha, das wird nämlich jetzt hier 20 mit Tore und heute habe ich Resi zu Gast. So.
Okay, ja. Frag deine letzten Wer ist dein größtes moralisches Vorbild? Was? Habe ich nicht. Muss man das so eins haben? Hast du eins? Sag mal deins. Ja, ich könnte, das ist jetzt sehr moralisch, aber ich finde, dass alle, die täglich einen sozialen Beruf ausüben, sind für mich ein moralisches Vorbild. Jede Krankenschwester, jede Altenpflegerin ist für mich ein moralisches Vorbild. Okay, ja, grundsätzlich, das ist natürlich schon. Aber ja, es gibt ja, weißt du, es gibt ja nicht jetzt eine Person, die man jetzt so perfekt, also nee, als Vorbild. Ach so, okay. Okay. Nee, aber Tori, ich meine, entschuldige bitte, aber ich meine, ne, also irgendwas läuft dir ja verkehrt. Okay, okay, weiter. Was hat dich am meisten geprägt? Ganz klar die Erziehung meiner Eltern. Und das ist so ein Ding, das ist ja ganz komisch, wenn man das sagt, aber da bin ich ein bisschen stolz drauf. Also jetzt nicht arrogant, also dass ich jetzt sage, ich bin... Du bist ja der selbstsichere Typ. Ja, nein, aber dass ich jetzt irgendwie sage, ich bin toll erzogen, also, aber ich bin da total zufrieden mit. Und wenn ich manchmal andere Leute sehe, die nicht erzogen sind, bin ich froh, was meine Eltern damals richtig gemacht haben. Und da wollte ich die auch jetzt mal irgendwann mal fragen, was die da so ein paar Grundzüge der Erziehung, das finde ich eigentlich ganz cool. Danke. Aber darf ich das sagen jetzt hier auch mal? Darf ich mich bei meinen Eltern bedanken? Selbstverständlich. Danke für eure Erziehung. Ich wollte auf diesem Wege auch meine Tante Moni grüßen und meine Eltern. Schön. Darfst du auch schnell nochmal machen? Achso, okay. Alle, dann grüße ich alle, die mich kennen. Na, ich bin so selten im Fernsehen. Jetzt frag mich weiter. Ja, okay. Was ist dein Lieblingskörperteil? Ach, jetzt muss ich so spontan überlegen. Ja, da haben wir ja drüber gesprochen, ne? Mhm. Das war eine vielleicht das, was durch meine wunderbaren, krummen Beine eingerahmt wird. Nein, aber das ist ja das, wo man, also das über das Körperteil... Also dein Hintern? Nein, über mein Gemächt. Also weil das, da, die Frage, auf die zielt die doch immer hinaus. Die Frage, da wollen doch alle das immer hören, jetzt habe ich es gesagt. Weil was findet man sonst, was findest du an deinem Körper am besten? Tore, okay, wie sieht dein perfekter Tag aus? Ein Tag ohne Arbeit oder mit Arbeit? Wie er für dich perfekt ist. Dann ist es ein Tag, in dem, an dem... Wir können ja eine Version machen für den Sender und einen... Ach so, nein. Also was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich mich langweile, hier in Köln zum Beispiel. Ein Tag in Köln ohne Arbeit finde ich ganz schrecklich, weil hier kann ich nichts machen. Und wenn ich im Sauerland bin, dann ist das so ein Tag, an dem ich morgens aufwache, vernünftig frühstücke, schon genau weiß, was ich mache, in die Garage gehe, meinen Traktor anwerfe, meine Arbeitsklamotten anhabe, Holz hacke und mich richtig austobe im Wald und dann ein zweites Frühstück mache. Und nach dem zweiten Frühstück wieder rausgehe und weiterarbeite und irgendwann so fertig bin, dass ich nichts mehr machen kann und dann vielleicht noch ein Bierchen trinke und abends was Leckeres esse. Das gute Iserlohner, ne? So ist, hier, ja, genau, du weißt Bescheid. Mhm. Worauf kannst du nicht verzichten? Was ich nicht verzichten kann? Entschuldige, habe ich dich jetzt eigentlich gerade unterbrochen? Warst du mit deinem Tag schon zu... Nicht ganz, aber also, könnt ihr euch ja vorstellen, wie der weitergeht. Ja, ja, mit dem Lieblingskörperteil und so, ne? Genau. Ja. Jetzt, warte mal, wie war das? Wie war die nächste... Worauf kannst du nicht verzichten? Materiell oder was? Das, was dir spontan in den Sinn kommt, auf diese Frage als Antwort. Wald. Also echt, was merke ich, was mir wirklich in Köln, was ich immer wieder brauche, ist einfach das Grüne und keine Leute um mich rum und nicht darauf zu achten, wie ich mich anziehe, ob ich noch einen Ring um habe oder nicht oder was weiß ich. Einfach nur Wald und ich selbst sein können. Das war's schon. Echt? Mhm. Soll ich dich noch was fragen? Ja, was willst du mich fragen? Also, oder nee, okay, wie war das jetzt für dich? Richtig klasse. Bis zum nächsten Mal. Was? Das ist ja unspektakulär.